Wie soll ich einer Gaming-YouTube-Community, die auf Bedrock aufgebaut ist, sagen, dass ich, um ehrlich zu sein, gar keine Lust mehr so richtig auf Minecraft-PvP habe, um ehrlich zu sein, auch schon vor über 2 Jahren die Lust daran verloren habe und es nur noch gespielt habe, um trotz dessen ein Videomaterial zu haben, um mit euch zu reden, um euch zu sagen können, was mich bedrückt, obwohl ich manchmal eigentlich gar keine Lust hatte, Bedrock zu spielen. Wie soll ich euch sagen, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr für diese PvP-Szene interessiere, sondern mich jetzt Sachen in der Welt interessieren, viele Sachen auf YouTube interessieren und ich eigentlich gar nicht mehr so dieses Bad Wars-Feeling schiebe, was ich mal hatte. Wie soll ich euch sagen, dass ich selbst vor 2 Jahren schon auf einem anderen Server gespielt habe, Cultcraft hieß der, ich kann mal hier kurz einen Videoeinspieler nebenbei einblenden, auf den ich gespielt habe, wo ich über 1,5 Jahre lang gebaut habe, manchmal 12 Stunden am Tag dort verbracht habe und es einfach meine pure Leidenschaft war und ich dort einfach nicht ein Video von gemacht habe oder 2 Videos oder so und dann damit aufgehört habe, mit der Begründung, dass meine Klicks gefallen sind. Es hört sich schon irgendwie hart an. Wie soll ich euch sagen, dass ich einfach Bock habe, mich Samstagabend 20 Uhr hinzusetzen, einfach den Abend zu genießen, ein bisschen zu entspannen, ein bisschen mit euch zu talken? Und wisst ihr was, das, worauf ich Bock habe, werde ich jetzt machen, weil ich sage euch ganz ehrlich, ich habe absolut Bock, einfach meine Leidenschaft hier auszuleben. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu diesem Bad Wars-Video, zu diesem Bad Wars-YouTuber in Anführungszeichen zu zwingen, der ich ja in irgendeiner Position war. Obwohl ich es, wie gesagt, meistens nur gespielt habe, um euch ein Videomaterial zu bieten. Ich bin manchmal Dienstagnachmittags auf dem TS und habe 4 Stunden mich da durchgezwungen. Hab manchmal meine Mates angebrüllt, weil sie einfach es nicht auf die Reihe bekommen haben, dass wir gewonnen haben, obwohl es eigentlich nichts Schlimmes ist. Ich bin manchmal nervtötend durch diese Aufnahme gegangen und war danach wirklich fertig, hatte keine Lust mehr auf irgendwas. Einfach nur, weil ich da auch ohne Lust oder ohne irgendwas reingegangen bin. Und wie ihr jetzt merkt, ich habe die letzten 2 Videos Meinungsvideos gemacht und ich habe wahrscheinlich über 100 Leuten ein bisschen was im Kopf angestoßen. Die haben ein bisschen darüber nachgedacht. Und ihr glaubt nicht, wie heftig dieses Gefühl war, als ich gesehen habe, dass es bei euch auch noch gut ankam, obwohl ich mein Content plötzlich ohne eine Vorwarnung umgestellt habe auf diese Meinungsvideos, von Gaming auf diese Meinungsvideos und ihr trotzdem diese Videos enjoyed habt und sie euch trotzdem gefallen haben. Trotz dessen waren diese Videos, im Gegensatz zu meinen Bad Wars Videos, mit einer ganzen Menge Stress verbunden. Also ich habe wirklich manchmal, ich glaube, von 20 bis 22, 23, 24 Uhr geschnitten. Aber ich hatte da Bock drauf und ich habe das einfach gemacht und es kam super bei euch an. Und gestern ist das mit meiner Freundin vorgefallen und da habe ich gemerkt, dass zwar dieses YouTube-Ding wichtig ist, aber trotz dessen es nicht das Wichtigste ist. Dass die Zahlen nicht das Wichtigste sind, was es auf dieser Welt gibt. Und dass man sich da nicht reinhängen muss, nur um irgendwelchen Zuschauern, die in einer anderen Community oder die ich irgendwo anders aufgegriffen habe, was zu bieten, was sie wollen. Dazu will ich mich einfach nicht mehr zwingen, wisst ihr, wie ich das meine? Und deswegen werde ich jetzt das machen, wo meine Leidenschaft einfach drin liegt. Ich hatte schon immer so viel Spaß an diesem Minecraft-Bauen. Einfach nur eine Singleplayer-Welt starten, Holz abbauen und losgehen, eine Welt aufbauen, was erschaffen, was in meinem Kopf rumschwirrt. Alter, in meinem Kopf ist so viel Kreativität und ich liebe das einfach, ich liebe das. Und deswegen wird einfach die erste Folge von einem Minecraft-Let's Play kommen. Aber nebenbei will ich dann auch alle 7 Tage, also jeden Samstag wahrscheinlich oder jeden Sonntag oder Freitag, ein Meinungsvideo hochladen, wo es dann für etwas ernstere Themen oder wo es um ernstere Themen geht, wie in den letzten 2 Videos zum Beispiel, oder wo ich meine Meinung zu irgendeinem Beef sage, den ich absolut nicht verstehe oder irgendwas. Bedeutet, im Prinzip kommt daily was und am Samstag halt dann 2 Videos pro Tag. Ich versuche da wirklich mich dahin zu setzen, aber ich möchte diese Let's Plays einfach nicht doll schneiden oder so. Ich will einfach mich hinsetzen, wisst ihr? Ich will mich hinsetzen, einfach an meinen Computer setzen, die Aufnahme drücken und einfach zocken. Einfach mit euch nebenbei talken, geile Momente haben. Einfach was erbauen, wo vielleicht manche von euch, vielleicht wenige zusehen und da mitfiebern, sich denken, boah, morgen kommt die nächste Folge, da freue ich mich drauf, weil es mich einfach interessiert, was der Typ dort macht. Ich mache es einfach nicht auf meinem YouTube-Kanal, weil ich einfach Angst hatte,
dass viele es nicht enjoyen und viele mich deswegen nicht mehr feiern. Und letztens dachte ich mir so, yo, wenn ich bei einem YouTuber auf den Abonnieren-Button drücke, und ich glaube, das hat früher auch mit meiner Skill-Geschichte in Minecraft zu tun gehabt, dann abonniere ich ihn doch irgendwo auch, weil ich seine Person mag oder nicht. Aber jetzt denke ich mir wirklich, ich möchte das alles nicht mehr, Leute. Ich habe da keinen Bock drauf, euch mir irgendwas vorzuspielen. Ich will einfach das machen, wo ich auch auf YouTube mit angefangen habe. Einfach das, was mir Spaß macht. Das, wo ich hundertprozentig hinterstehen kann. Dass ich irgendwann aus irgendeinem Grund auch immer meiner Familie meinen YouTube-Kanal zeigen kann und sagen kann, hier, daran hatte ich die letzten 4 Jahre Spaß. Und dabei haben mir ein paar Zuschauer zugeguckt. Das wäre einfach das Beste, was ich mir wünschen könnte. Und deswegen werde ich das jetzt genauso machen. Das erwartet euch jetzt ab hier auch auf diesem Kanal.